Punkt 10, jeden Tag ein Trade. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist Mittwoch, der 29. März 2017. Auch heute möchten wir mit Ihnen zusammen wieder die Märkte screenen, hoffentlich Trading-Ideen mit unserem Profi-Trader finden und Ihre Fragen durchgehen und beantworten. Obligatorisch starten wir mit unserem Risikohinweis. Sie handeln bei Forex und CFD mit Hebelprodukten. Verluste können Ihre Einlagen übersteigen. Bitte handeln Sie daher nur mit Ihrem Risikokapital. Da wir hier keine Anlageberatung machen, sondern lediglich ein Informationsangebot, bitte nicht direkt nachtraden. Jede Handelsentscheidung treffen Sie selbst und in Eigenverantwortung. Ich habe es schon gesagt und Sie sind es natürlich gewohnt. Am Mittwoch wird Sie unser beliebter Heiko Behrendt durch das Webinar leiten. Ich will Sie auch gar nicht länger auf die Folter spannen und gebe direkt das Wort an Heiko ab. Hallo Heiko, ich hoffe, du kannst mich hören. Du bekommst jetzt den Monitor von mir und dann kannst auch direkt losgehen. Ja, schönen guten Morgen, Aaron. Ja, herzlich willkommen zum Punkt 10 Uhr Webinar. Ist, habe ich jetzt einen richtigen Bildschirm angeklickt von den vielen? Ja, gut. Ich habe gerade noch einen Trade laufen, den ich dann gleich nochmal erklären möchte. Was seht ihr jetzt gerade hier auf dem Schirm? Also ich bin jetzt hier gerade short oben am Tageshoch. Da ist ein Entry getätigt worden. Der läuft jetzt sozusagen hier nach unten durch. Und da schauen wir mal, ob sozusagen wir noch ein bisschen was bekommen. Auf der anderen Seite sieht man den 5-Minuten-Chart und wir haben aktuell eine Order im Markt. Das heißt, man sieht, dass der Markt hier so sich relativ schwer nach unten tut. Und das ist halt schon ein bisschen tricky. Das heißt, man merkt auch, dass, also ich muss mal den Trade hier nochmal absichern, den Stop-Loss-Break-Even. So, also wir gehen auf alle Fälle vom Stop her mal. So, so, hier nochmal. So, machen wir es so rum. Also wir legen den Stop jetzt auf alle Fälle in Plus, ins Plus rein. Die Sache ist jetzt die, wenn jetzt der Markt hier nach unten kommt, hier unten ist der Take Profit reingelegt. Man sollte jetzt hier schauen, dass wir jetzt hier dieses Tief halt brechen der letzten 5-Minuten-Kerzen, ja, und hier noch ein Stück nach unten gehen. Wir sehen auch im 5-Minuten-Chart haben wir jetzt das Tief gebrochen der letzten 10 Minuten hier im Chart. Mach es ein bisschen größer. Und ich sage jetzt mal so, man sieht es ja gut, dass wir immer das Hoch rausnehmen und entsprechend hier nicht weiter steigen und da durchaus jetzt so ein bisschen Schwäche bekommen. Das heißt, man kann jetzt hier oben durchaus versuchen, die Shortseite zu traden. Man muss aber aufpassen, wie gesagt, es läuft noch so eine kleine Order am Markt, bedeutet, dass der Markt auch jederzeit wieder schnell nach oben anziehen kann. Bei sowas sollte man auch durchaus überlegen, 10 Punkte mitzunehmen, ist auf alle Fälle jetzt nicht schlecht. Wir sind jetzt bei plus 9,1 Punkte. Ich habe jetzt hier den letzten Trade mitgenommen gehabt mit, ich weiß jetzt gar nicht, wie hier die Anordnung ist. Also hier oben habe ich schon einen Trade mitgenommen gehabt, hier nach unten. Und jetzt kann ich hier so ein bisschen auch so ein bisschen lasch traden, das Ganze. Dann möchte ich gerne noch meine Trades, ich lasse jetzt mal den Trade hier laufen einfach. Also mein Ziel wäre es, dass der Markt hier kurz dieses Tief rausnimmt. Da würde ich dann den Trade hier da rein beenden. Das heißt also, kurzer Piekser dort durch. Ich zeichne mal den Verlauf vor. Würde bedeuten, der Markt sticht hier kurz nach unten. Wir bekommen unseren Take Profit, den wir hier haben, bedient. Ja, also hier den Take Profit bedient, so ein paar Punkte darunter. Und dann kann von mir aus der Markt ja erstmal wieder nochmal versuchen zu steigen. Gut, dann sieht man noch einen Trade, der ein Fehltrade ist, den ich am Ende gerettet habe. Ist nicht zum Nachahmen empfohlen, das Ganze, aber ich habe mir jetzt mit reingenommen. Und zwar ist dieser Trade hier, sollte eigentlich ein Long Trade werden. Und ich habe nicht ganz genau den Kaufbutton getroffen hier, weil ich auf gerade noch in meinem Premium Service was geschrieben habe und sozusagen auch noch da nicht ganz anwesend war. Also ich habe gesehen, wie der Markt geschnippt ist und wollte hier sozusagen den Long reinnehmen. Ist zweimal Short geworden, anstatt zweimal Long. Sonst wäre es natürlich ein schöner Trade gewesen, weil die Take Profits hier auf 10 Punkte eingestellt sind. Das heißt, 2 Minuten später hätte ich hier den Trade schön mit 10 Punkten plus Take Profits beenden können. Gut, der Stop-Loss war minus 20 Punkte und war knapp dran. Ja, für mich musste ich dann kurz entscheiden, haue ich den Trade dann im Minus jetzt raus oder versuche ich ihn zu retten.
Ich habe mich dann fürs Retten entschieden und habe sozusagen hier drauf gewartet. Das war das Tageshoch bis dahin und man sieht jetzt eigentlich sehr gut, der Markt geht aus dem Tageshoch raus, kommt zurück und hier bin ich massiv short gegangen, um einfach zu versuchen, den Trade zu retten und konnte den Trade dann hier retten er lief dann 2 Minuten richtig schnell nach unten durch und habe sogar geschafft, das habe ich noch nicht mal abgesehen gehabt, dass ich hier diese Entries, die ich eigentlich gar nicht haben wollte, dass ich die sogar im Plus minus null beenden konnte. Danach geht der Markt dann weiter nach oben. Ich habe dann hier noch meine einen Trade aufgebaut. Und hier habe ich durchaus mit noch ein bisschen mehr Dynamik auf der Oberseite gerechnet und habe hier einen Trade beendet, eine Position hier beendet, die andere hier leicht im Minus. War am Ende dann doch ein bisschen hoch. Hier oben war der Take Profit so knapp am Take Profit vorbei von der unteren Position. Aber wie dem auch sei, ich habe dann den Trade hier beendet, wieder, falls der Markt halt das Tageshoch nicht nimmt. Und man sieht auch hier, man hätte hier sogar danach sogar die Short-Seite hier wieder handeln können. Nach dem erfolgten Fehlausbruch hätte man die Short-Seite handeln können und wäre halt hier wieder Short gewesen. Ja, wäre sogar aufgegangen. Dann habe ich nochmal einen Long-Trade genommen, der ist nicht ganz so gut gelaufen. Und zwar hat der Markt das hier, diese blaue Linie, die wir hier sehen, ist das Hoch der 5 Minuten, des 5 Minuten-Hochs der vorhergehenden 5-Minuten-Kerze. Ich switch mal ganz kurz auf den 5-Minuten-Chart, damit man es vielleicht noch mal ein bisschen besser sieht. So, das heißt, da an diesem Hoch wollte ich nun einen Long Trade eingehen und dadurch in Richtung des letzten lokalen Hochs. Das ist mir aber so nicht wirklich geglückt. Und dann habe ich den Trade, jetzt gehe ich wieder zurück auf den 1-Minuten-Chart, halt hier entsprechend dort genau an diesem Hoch, als es nicht direkt durchgeht, beendet. So, dann habe ich einen Short-Trade gemacht, der ist im Minus rausgegangen, das seht ihr hier. Und zwar haben wir hier kein neues Tageshoch gesehen und da bin ich davon ausgegangen, okay, dann direkt Short am Tief, ja, doof gestoppt worden am Ende, minus 5 Punkte oder so. Aber ich muss mich hier vor schützen, weil wenn es so passiert, wie es 3 Minuten später auch passiert ist, der Markt nochmal durchgeht, dann weiß ich ja nicht, wie weit es durchgeht und im schlimmsten Fall muss ich dann nochmal so eine Rettungsaktion wieder vormachen. Da hatte ich dann keinen Bedarf, habe den Trade glattgestellt. Er lief dann sogar noch ins Plus. Die nachfolgende Kerze geht wieder nach oben raus. Was habe ich gemacht? Ich habe wieder am Tageshoch, nachdem der Markt raus und zurückgeht, hier entsprechend den Short Trade aufgebaut. In Summe 10 CFDs, 5 habe ich jetzt noch. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob hier entsprechend der Rutsch durchkommt. So, also so wie ich es eingezeichnet habe, sollte der Rutsch halt durchkommen. Wir switchen, ja, sehr gut. Also das ist genau nach Plan sozusagen. Schön wäre es, wenn er jetzt noch das holt. Wir sind jetzt hier bei dem Trade 13, 14 Punkte vorne. Mal gucken, ob er jetzt noch das so macht, wie es eingezeichnet habe, wäre natürlich idealtypisch, ja, weil hier unten liegen die Stops, da wo mein Take Profit ist, liegen wahrscheinlich die Stops und die hole ich mir, indem ich dort mein Take Profit nehme. So, jetzt gucken wir mal, ob der Trade hier rausfliegt. Ja, und hier kann man gucken, wie weit man noch davor sind. 1,7 Punkte waren wir jetzt gerade noch davor, also ganz knapp ist er ja durchgefallen. Hat noch nicht gereicht für unseren Take Profit. Müssen wir jetzt so gucken, wenn die Kerze jetzt darüber schließt, stelle ich sofort glatt. Und wenn sie jetzt doch noch darunter schließt, kriegt man vielleicht das noch bis zum Ende der Kerze. Also 1,9 Punkte noch bis zum Take Profit. 90 Euro. Schöner Gewinn vom Hoch aus. Ja. Macht jetzt noch den kleinen Move auf der Unterseite. Ja, also wie gesagt, man kann durchaus die Short-Seite in so einem Markt traden. Man muss halt aber aufpassen. Ja. Also, wie gesagt, schön wäre es gewesen. Wir waren, glaube ich, 0,7 Punkte, hatte ich, glaube ich, gesehen, waren wir vor unserem Take Profit gewesen. Der Sauhund. Aber gut. Wenn ich jetzt hier plus 10 Punkte sehen würde, würde ich den Trade einfach beenden, weil das würde mir jetzt auch reichen. Also, das heißt, den Stop Loss, den würde ich jetzt hier runternehmen auf. Ich will da gar nicht, dass der Markt wieder zurückkommt. Ja, also hier, komm, raus damit. Also, er hat es gemacht, wie er es machen sollte. Der Markt ist am Ende schön. Aber ja, ganz, ganz knapp am Take Profit vorbei. Also wir waren hier 0,7 Punkte am Take Profit. Admiral Markets muss auf 0 Punkte Spread, dann wären wir gefüllt. Ja, also ich habe ein bisschen mehr Durchbruch gerechnet.
auf der Unterseite halt, aber er hat es nur ganz knapp gemacht. Ja. Man kann den Trade trotzdem noch halten, wenn man das möchte, solange er das Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze halt nicht mehr rausnimmt, kann es immer noch ein bisschen nach unten gehen. Ja, also sieht aus, als wenn wir heute erstmal nach oben fertig haben. Also man kann die Shortseite durchaus traden. Und ja, knapp am Take-Profit vorbei, aber gut, das passiert halt manchmal. Unter normalen Umständen, wie gesagt, der eigentliche Take-Profit sind ja plus 10 Punkte und ich habe ein bisschen mehr wie 10 Punkte geholt. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn ich wie viele Punkte, die 6 Punkte noch mehr, wären 30 Euro mehr gewesen, wäre natürlich auch schick gewesen. Aber gut, sei es drum. Ja. Okay, ja, das ist soweit mein Trade. Ich schau mal, oder gibt es Fragen? Hast du Fragen für mich oder soll ich mir selbst Wie du welche? gerne möchtest. Also wir haben ein paar Fragen, zum Beispiel, warum du über das Hoch keine Pending Order gelegt hast. Also explizit, weshalb legst du da an das Hoch keine Pending Order? Und auch nochmal erklären, warum du jetzt wirklich da short gegangen bist in einem Aufwärtstrend. Ja, weil also eine Pending Order kann man reinlegen, wenn man vorher am Ende oder wenn man natürlich vorher da drin ist. Ich persönlich lege keine Pending Orders, also keine Stop Orders rein, weil mir die Slippage eventuell zu hoch ist. Ich klicke es, wenn dann Market alles. Und ja, auf alle Fälle, klar, man kann auch eine Pending Order reinlegen. Problem der Pending Order ist genau dieses, was ich gerne vermeiden möchte, dass man hier vielleicht, wenn man hier eine Pending Order wieder reingelegt hat, ist es schlecht. Wenn ich hier vielleicht eine Pending Order reinlege, da wo ich auf Market geklickt habe, sieht man, hat man hier das Tageshoch geklickt. Also es kann halt schon so sein, also ich klicke es halt lieber Market. Und wenn man jetzt sieht, dass der Markt am Ende immer nur knapp über das Hoch geht und nicht weiterfällt, dann war es ja auch so, ich habe das Hoch abgewartet, der Markt macht neues Tageshoch und als er dann runtergefallen ist, da habe ich dann den Short reingenommen. Und wie gesagt, wenn jetzt die nächste 1-Minuten-Kerze noch weiter gestiegen wäre, dann wäre ich relativ schnell draußen gewesen. Also den Verlust hätte ich halt auch genommen, aber in dem Fall ist es ja ganz gut gelaufen. Ja, wie gesagt, und konnte hier das Hoch recht gut wegshorten. Warum habe ich hier habe ich ja noch eine Position drinne gehabt. Hier ist kein Short reingekommen, weil der Markt sozusagen hier dieses Tief gehalten hat. Und deswegen habe ich auch hier oben den Long nochmal aufgebaut, um zu schauen, ob der Markt nicht da noch ein Stück höher geht. Wenn man Long handeln möchte, müsste man jetzt eigentlich Long handeln, nachdem der Markt so das letzte Tief, die Stops hier geholt hat, wäre jetzt der Long durchaus wahrscheinlich zu bevorzugen. Ja, würde ich jetzt mal ganz grob sagen. Aber gut. Ja, schauen wir mal, wenn das Hoch, also er muss halt wirklich zum Ende jetzt das Hoch rausnehmen, dann können wir gucken. So, also das heißt, ich habe das geschortet aus dem einfachen Grund, weil die Hochs immer schwächer wurden. Deshalb der Versuch oben zu shorten. Man sieht, die Rücksätze sind relativ weit nach unten. Bedeutet das Chance-Risiko-Verhältnis, wenn ich es jetzt hier mal einzeichne, dann sieht man, ich sage jetzt mal, das wäre das Stop-Level. Und jetzt schauen wir mal an, was ich hier realisiert habe. Das ist das Maximum, was man jetzt hätte realisieren können. Und das habe ich realisiert. Also von daher finde ich, ist es am Ende rein vom Verlauf her besser, da die Short-Seite zu suchen. Die Long-Seite sollte man immer suchen, so tief wie möglich. So, ja, haben wir es hier mal. Also ich zeichne hier, das war das Maximum, was von dem Entry aus drin war. Ja, und wenn ich jetzt mal hier schaue, also ich war so weit nur im Verlust. Und das habe ich realisiert, dann ist das vom Chance-Risiko-Verhältnis besser am Hoch Short zu gehen, wie am Hoch Long zu gehen aktuell. Und wenn man handeln möchte Long, ist natürlich jetzt aktuell besser, wenn man versucht, also ich weiß ja nicht, ob es steigt, aber wenn man jetzt nur mal als Beispiel hier unten irgendwo versuchen würde, die Long-Seite zu traden, dann wäre das eventuell das Risiko, ja, ohne das jetzt zu wissen. So, also das wäre hier vielleicht das Risiko. Jetzt habe ich es wieder weggemacht. Ne? Ja, gut, machen wir es nochmal. Also dann wäre das das Risiko und das die Chance. Und wenn der Trend weiterläuft, wäre das die Chance. Also mal angenommen, der läuft noch 10 Punkte drüber. Dann passt das auch wieder. Ja. Genau. Zum Beispiel die Trades habe ich heute alle ohne Orderbuch gemacht. Also hierfür brauche ich gar kein Orderbuch. Also, weil ich gerade noch gesehen habe, ist nur eine große Order im Orderbuch. Also ich habe heute ganz ehrlich mal nur mal, sei auch gesagt, wie gesagt, ich nutze ja sehr gerne das Orderbuch und so, aber diese Trades kann ich alle ohne Orderbuch machen. Da brauche ich kein Orderbuch dazu. Das ist
absolut klassischer Handel nach Wissen, wie der Markt läuft, also nach Marktstrukturen. Ja, und ich denke, ich habe es eigentlich ganz gut rumgebracht, also dieses Trading, ne? Genau. Genau, so. Gab es noch Fragen? Gab es sonst weiter gar keine Fragen, oder? Also doch ein paar sind noch. Einer betrifft auch noch Ja. den DAX, und zwar ob der Optionsseite, ich lese einfach mal, hallo Heiko, diese Order kauft da die Optionsseite in 50er Schritten Position nach Open Interest, Fragezeichen. Ja, also durchaus. Also die Optionsseite muss schon ein bisschen auf was tun. Es läuft auch so ein bisschen in der Kasse halt. Also die Optionsseite ist immer der Katalysator. Man muss aber aufpassen, die Optionsseite wird sofort das Kaufen einstellen, wenn die Kasse schwächelt. Das heißt, wenn die ersten Werte im DAX nach unten abkippen, dann wird man hier auch sehen, dass da nach oben nichts mehr geht. Und dann kann sogar nach unten sich auch nochmal beschleunigen. Also sagen wir so, die Optionsseite wird sicherlich hier in diesen Bewegungen Richtung 12.200 hier mit aktiv gewesen sein, also auch hier drüber. Also das denke ich schon, ist die Optionsseite das hier, also ab 9:20 Uhr ist alles Kasse meines Erachtens nach. Also das ist die Kasse hier gewesen und jetzt ist die Optionsseite raus und sie tritt nach unten jetzt, wenn die Kasse noch ein bisschen abgibt, nur noch als Verkäufer jetzt wieder auf. Das heißt, wie gesagt, man muss jetzt mal aufpassen, wie der Markt nochmal nach oben geht. Also ob die Orders noch drin sind, achtet da am besten so 10:30 Uhr, 11 Uhr. Wenn da jetzt nichts mehr kommt, ist Range-Gediller-Markt vorhanden. Das heißt, wir werden uns mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in irgendeiner 25-30-Punkte-Range bewegen. Wäre für mich jetzt nicht untypisch, wenn keine Order im Markt ist, dass sich der DAX hier in dieser Range, die wir jetzt hier gebaut haben, seit 9:18 Uhr, dass der Markt sich da drinnen bewegt. Also da irgendwo bis zu den Amis rumhandelt, mit entsprechenden Versuchen immer das Tief mal rauszunehmen und das Hoch rauszunehmen. Also schaut euch am besten mal den Verlauf von gestern an. Der bringt da einen ganz guten Hinweis. Ja. Gut. So. Okay. Also ich glaube schon, dass der Markt jetzt hier wieder geben könnte. Also ich würde Long jetzt nur noch handeln. Also zum Beispiel jetzt einen Long Trade würde ich machen, wenn jetzt der Markt hier das Tief nicht nochmal rausnimmt. Also der müsste jetzt hier bis zur 16 oder so runterlaufen, ja, vielleicht hier. Und dann könnte man hier durch den Long Trade nochmal versuchen. Ansonsten glaube ich, würde ich immer mehr jetzt auf die Short-Seite gehen. Weil wenn der Markt jetzt geben muss, nach unten ist halt viel Luft. Und wie gesagt, der Markt kann ja logischerweise nur steigen, wenn die Kasse steigt. Und wenn in der Kasse nichts mehr drin ist und nichts mehr steigt, dann sieht es schlecht aus im Spechthaus. Ne? Das heißt, auf der Unterseite muss man halt überlegen, ob man am Tief nochmal Short geht. Also ich würde auch am Tief jetzt nicht Short gehen. Ich würde, wenn dann, also wer jetzt die Short-Idee hat, wir wissen es ja alle nicht, der müsste jetzt sozusagen von hier oben aus shorten in Richtung des Tiefs, so wie ich es vorhin gemacht habe. Ja. Oder ansonsten einfach erstmal abwarten, bis sich das Ding neues Signal, also jeder hat ja andere Signale, dann zeigt. Also ich würde jetzt auch abwarten innerhalb der Trading Range, ob wir, also ich würde wahrscheinlich am Hoch eher die Short-Seite suchen, hier unten am Tief dann die Long-Seite. Heißt, der Markt geht hier nach unten durch, dann gucken, wie er zurückkommt, da würde ich dann nochmal kurz Long versuchen, Scalp Trade und am Hoch, wenn der Markt wieder zurückfällt, sobald er hier nach unten fällt, wäre dann hier wieder die Short-Seite zu bevorzugen. Da. So. So wird es aussehen bei mir. Also das sind jetzt meine Ideen und dazwischen ist Rumgediller. Muss man überlegen, ob man es will, braucht, machen möchte. Ja. So. Wie spät haben wir es? 19. So. Ja. Gut. Also eventuell, schauen wir mal. Ich würde es jetzt nochmal ganz kurz drauf anlegen lassen. Lassen. Wenn die nächsten 2 Minuten kommen, würde ich hier nochmal Long Trade riskieren. Mal gucken, ob der Durchbruch kommt. Wie spät haben wir es? 19. So, jetzt gucken wir mal. Letzten Sekunden. 5 Minuten kannst du gleich fertig. Kommt, kommt, kommt. Also ich gucke jetzt gerade hier in den 5-Minuten-Chart auf der linken Seite. Und da müsste ja da drüber gehen, da der Junge. So, wenn er das jetzt hier gleich macht in der nächsten Minute, gehe ich mal den Long Trade ein. Ziel, ja, 3 bis 5 Punkte. Und wenn nicht, dann so. Vielleicht ein bisschen früh, aber ich riskiere es mal. Also ich habe jetzt am Ausbruch einen Long gekauft, der Markt müsste hier durchploppen, nochmal eine Order rein und dann könnte man gucken Richtung hoch, dass man das Ding auf alle Fälle wieder rauskriegt. Also im Idealfall hier unten. Oder man wartet halt bis zum Hoch. So, Stop ist jetzt nicht ganz so schön, ja, und
müsste man auch hier drunter legen. So, wenn ich der Meinung bin, dass die Order hier nicht kommt, würde ich den Trade auch vorher beenden. Also ich würde gar nicht warten, bis der Markt den Verlauf macht, den ich hier eingezeichnet habe. Dann werde ich ja hier sowieso ausgestoppt. Seht ihr da, wo der rote Strich ist? Dann würde ich hier ausgestoppt werden, wenn der Verlauf kommt, den ich da eingezeichnet habe. Das heißt, man kann ja auch sogar überlegen, dass wenn der Markt hier nicht kommt und dass man da relativ schnell rausgeht. Also den Trade kann man ja mal beobachten. Wichtig wäre am 5-Minuten-Chart, dass wir hier das Hoch dieser letzten 10 Minuten rausnehmen, dennoch sehen, dass noch ein bisschen gekauft wird. Und wenn dann hier oben dann irgendwann wirklich da nichts mehr, dass so ganz viele Widerstände sind, dann würde ich die Long-Seite wirklich dann lassen. Ja. So. Ja, und wenn der Long halt nicht durchgeht, dann, man sieht es jetzt hier, kann man überlegen, selbst bei minus 15, minus 25 Euro auszusteigen. Also da würde ich jetzt gar nicht lang rumtun. Das muss auf alle Fälle dann auf der Oberseite ploppen. Also da muss jetzt hier die Action rein. Wenn das passiert, ist gut. Wenn der jetzt hier an der wichtigen Stelle da nicht ploppt, da nicht der Move kommt, dann ist da kein Käufer mehr da, der das hochkauft. Ja, und dann kann man halt auch aussteigen. Ja. Gut. Ja. So, also da läuft so ein bisschen der Trade. Ja, also ganz klassisch. Ja, also alles nach Lehrbuch. Ja. Ist auch das, was ich sozusagen in meinem Premium-Service oder in meinen Privatcoachings entsprechend der auch schule. Ja. Gut. Da oben ist er. So, im Rücklauf kann man jetzt auch hier schon wieder überlegen, das Ding sogar zuzumachen. Ja, ist alles machbar. Gut. 5-Minuten-Chart, wenn man sich das anguckt, also ziemlich Gegurke im Hochdeutsch. Also von daher aufpassen, wenn hier keine Order mehr drin ist, seid mit den Longs auf alle Fälle vorsichtig. Ja. Gut, ich schließe mal den Long, ist mir nichts. So, gut. Ja, sind wir eigentlich durch mit der Zeit, würde ich fast sagen, oder? Ja, ich denke, da sind wir soweit dann tatsächlich durch. Genau, wenn du möchtest, gerne noch deine abschließenden Worte an unsere Teilnehmer. Ich weiß, wir konnten jetzt nicht alle Wunschmärkte durchgehen. Wir hoffen, dass wir dann morgen da wieder ein bisschen mehr Zeit dafür haben. Genau, aber gerne noch deine abschließenden Worte und dann würde ich mir nochmal den Bildschirm nehmen. Genau, also wir sehen jetzt sehr, sehr gut im DAX, dass wir mehr oder weniger in eine Range reinlaufen. Schaut euch den gestrigen Tag an. Ähnliches Verhalten sollte man jetzt erwarten. Mit US-Börsen kann sich denn das Marktverhalten nochmal ziemlich verändern. Haben wir ja gestern und am Montag gesehen. Von daher immer ein bisschen aufpassen und vor allem jetzt als nächste Uhrzeit so Richtung 11 Uhr schauen, wie sich der Markt verhält. Ein Ausbruch aus der Konsolidierung ist wieder durchaus, ja, Long-lastig, aber wie gesagt, innerhalb der Konsolidierung würde ich den Long dann auch nicht mehr anfassen. Wünsche euch natürlich für den Tag ja, erfolgreiche Trades. Ja, und wer halt Lust hat, der kommt halt rüber mit auf den Guidance Desktop hier und kann sich das abspeichern und kann gerne mit mir und anderen Tradern da auch ja, fröhlich diskutieren über das Marktverhalten. In dem Sinne euch einen schönen Tag und dann bis Freitag früh, 8:30 Uhr. Bis dahin, tschö mit Ö, euer Heiko. Vielen Dank, Heiko, für deine umfangreiche DAX-Analyse. Ich hoffe, unsere Teilnehmer konnten entsprechend einige Ideen und Wissen mitnehmen. Liebe Teilnehmer, wir möchten natürlich auch noch auf die letzten Tage auf die Brokerwahl hinweisen. Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Stimme noch nicht abgegeben haben, dass Sie Ihre Stimme entsprechend beim richtigen Broker setzen. In dem Fall hoffen wir, dass es für Sie auch Admiral Markets ist und würden uns, wie gesagt, natürlich darüber freuen. In den letzten Tagen vielleicht doch noch den ersten Platz zu erreichen. Ansonsten können Sie uns gerne kontaktieren im Nachhinein, entweder unter der eingeblendeten Telefonnummer oder an info@admiralmarkets.de per E-Mail von Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr helfen wir Ihnen gerne weiter. Das Webinar wurde natürlich aufgezeichnet, werden wir in Kürze auch auf YouTube hochladen, können Sie sich dann also gerne nochmal anschauen, wenn Sie Heikos Ausführungen noch einmal genießen wollen. Genau, ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder, dann Punkt 10 mit unserem Jochen Schmidt, der Sie dann wieder durch die Märkte geleiten wird. Wir freuen uns auf Sie und auf Ihre Teilnahme. Machen Sie es gut. Mein Name ist Georg Frieske und bis morgen.